Lothar Lehner, Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft in der Region Stuttgart. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem Webimpuls von L&D Support in Hamburg. Es werden sprechen Sebastian Koch, Deborah Wegmann und Nadine Schmidt zum Thema Digital Leadership und Management. Viel Spaß dabei. Herr Lehner, herzlichen Dank. Heute zum Thema Future Skills, Digital Leadership und Management, also die Herausforderung der digitalen Transformation an Führung, an Leadership und Management. Wir haben uns ja in den vergangenen Teilen unserer Miniserie mit dem Thema digitale Transformation, also Veränderungsprozessen, denn genau das ist ja ein Transformationsprozess auf Individualebene beschäftigt. Wir haben herausgearbeitet, dass ein gutes Maß an Resilienz und Kontrollüberzeugung eine gute Grundlage sind, um darauf aufzubauen, um auf seine Kompetenzen gut zugreifen zu können. Es braucht natürlich auch einen gewissen Drive namens Agilität für die Gestaltung von Veränderungen. Und dann kann hervorragend auf arbeitsbezogene Kompetenzen zugegriffen werden und digitale Kompetenzen zum Thema Digital Readiness, Future Skills zum Beispiel, zurückgegriffen werden. Für heute haben wir uns überlegt, dass es eine gute Idee sein könnte, uns dem Thema Führung, Leadership und Management in der digitalen Transformation aus verschiedenen Perspektiven einfach mal anzunähern. Und ja, Nadine, du machst als Digital Native den Anfang. Wir freuen uns. Vielen Dank. Danke, Sebastian, für die Überleitung. Was bedeutet Digitalisierung für mich? Digitalisierung bedeutet für mich, dass ich von überall erreichbar bin und flexibel auf Technik zugreifen kann und dass ich standortübergreifend arbeiten kann. Welche Erwartungen habe ich dann im übertragenen Sinne eben auch auf meinen Beruf? Das ist, dass ich als sogenannter Digital Native eben mit den neuen Medien aufgewachsen bin. Das heißt, für mich ist es wichtig, selbst zu entscheiden, was ich sehen, was ich lesen oder aber auch hören möchte. Und es geht darum, Zugriff auf das zu haben und das von überall nutzen zu können. Spontan agieren zu können und das eben auch übertragen auf den Beruf. Also Homeoffice sowie eine internationale Vernetzung sind für mich nicht mehr wegzudenken. Für mich als sogenannter Digital Immigrant bedeutet digitale Transformation einfach zeitgemäßes Arbeiten. Wenn ich mal zurückschaue und überlege, vor 20 Jahren, als ich meine Ausbildung gemacht habe, sah die Welt noch ein bisschen anders aus. Die Prozesse waren ganz genau festgeschrieben. Das Führungsverständnis war ein sehr klassisches und die Möglichkeiten der eigenen Gestaltung der Arbeit oder auch der Entfaltung waren doch sehr gering. Und im Verlauf der Zeit hat sich das natürlich geändert. Das hat man an vielen Dingen gesehen, zum Beispiel die Social Media Kanäle wurden immer präsenter und die konnte man auch privat nutzen, aber es war undenkbar, dass solche Tools in der Arbeit genutzt werden. Das war also sehr streng getrennt. Und ja, heute ist es gar nicht mehr wegzudenken aus der täglichen Arbeit. Digitale Transformation bedeutet für mich sehr viel Freiheit und auch die Kreativität, die Dinge völlig neu zu gestalten und durch die technischen Rahmenbedingungen auch die Möglichkeit dazu zu haben. Weiterhin und konkret übertragen auf meinen Beruf bedeutet es auch, dass ich mich ständig verbessern kann und auch ständig stimuliert werde, dies zu tun, da ich mich täglich mit neuen Dingen auseinandersetzen muss und natürlich auch möchte. Denn zum Beispiel der Zugriff auf Informationen zu jeder Zeit und an jedem Ort erleichtert meine Arbeit natürlich ungemein. Und auch die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten oder am Bahnhof zu sitzen und zu arbeiten, am Flughafen zu sitzen und zu arbeiten. Also nicht nur Homeoffice zu machen, sondern sozusagen World Office zu machen, bringt ein hohes Maß an Flexibilität und ja auch Produktivität. Ich habe das Gefühl, dass ich heute sehr viel effektiver arbeite. Und eine Führungskraft für mich als Digital Immigrant muss auf jeden Fall authentisch, dynamisch, agil und flexibel sein.
Und das Thema Vertrauen hat die Nadine ja schon erwähnt, finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt. Es muss eine Augenhöhe gegeben sein, dass man sich gegenseitig vertraut und auch so weit vertraut, dass man Dinge miteinander ausprobiert und vielleicht auch an einem gewissen Punkt sagen kann, das hat jetzt nicht so gut geklappt, versuchen wir was Neues. Also es muss ein lebender Arbeitsprozess sein, der von der Führungskraft gesteuert wird, die auf der anderen Seite aber auch ja, selbst reflektiv ist und auch die eigene Rolle immer mal wieder hinterfragt. Das kann in Bezug auf die Auswahl von Kommunikationsmedien sein, das kann in Bezug auf Arbeitsprozesse sein oder vielleicht auch ja, mit dem Puls der Zeit zu gehen. Das finde ich sehr wichtig. Welche Herausforderungen stellen sich an Leadership und Management in der digitalen Transformation? Aus unserer Sicht braucht es natürlich einen stark geprägten situativen Führungsstil oder eine situative Führungskultur, die bei aller Flexibilität, bei aller Antizipation Freiräume ermöglicht und eigentlich weggeht von starren organisational geprägten Führungsstilen oder Führungskulturen. Das heißt, die Unternehmenskultur ist eigentlich auch entscheidend. Da helfen natürlich flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege und ja, prinzipiell ein Miteinander auf Augenhöhe. Für die Führungskraft braucht es, glaube ich, Mut, bei aller Vorsicht natürlich, bei aller Reflexion. Es geht natürlich darum, ja, einen gewissen Pioniergeist umzusetzen. Es braucht ein empathisches Change Management. Also wenn es darum geht, Strukturen, die existieren, ein Stück weit aufzubrechen, zu verändern, wieder einzufrieren. Gerade hier ist Transparenz, Augenhöhe, gemeinsames Miteinander, unglaublich wichtig, um einfach auch alle abzuholen, um die es eigentlich geht im Unternehmen, nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder fachlich ausgedrückt das Human Capital. Also zusammengefasst, Prozesse und Ergebnisse sollten natürlich regelmäßig evaluiert, betrachtet, transparent gemacht werden, neu betrachtet werden, gemeinsam überlegt werden, wo ist eigentlich eine Sackgasse, wo geht es weiter nach vorne und welche anderen Richtungen sind auch noch möglich. Also verschiedene Freiheitsgrade für alle Beteiligten einzubauen, ja, bei Transparenz und Flexibilität auf Augenhöhe. Das könnte ein Schlüssel sein aus unserer Sicht. Führungsstile, die den Tenor der Zeit aufgreifen, schreiben sich das Thema Vertrauen groß auf ihre Fahne. Vertrauen in ihre Mitarbeiterinnen sowie eben auch in deren Teilhabe an Entscheidungen. Wie in der Grafik erkenntlich, ist Vertrauen die Basis für eine Veränderung im Unternehmen und eben mit dieser Zeit zu gehen. Von dieser Vertrauensbasis gehen im Prinzip vier weitere Bereiche ab, die ich jetzt im Verlauf gerne ansprechen möchte. Das ist zum einen, dass die Führungskraft eben als Coach fungiert. Das heißt, sie ist sowohl Entwicklerin, Begleiterin, Netzwerkerin oder auch eben Ermöglicherin und schafft dadurch die Grundlage für digitale Transformation. Im gleichen Zuge geht dadurch eben ein Wandel in der Unternehmenskultur einher und führt letztendlich zu mehr Teilhabe, zu mehr Offenheit und auch zu einem größeren Ideenaustausch. Dafür sind aber nicht nur gute Kenntnisse im Veränderungsmanagement gefragt, sondern es sind vor allem spezifische Softskill-Kompetenzen von Bedeutung. Diese sind dann gepaart mit Agilität und der Fähigkeit, das eigene Führungsverhalten kontinuierlich zu reflektieren und dann auch gegebenenfalls anzupassen. Ein Begriff, der hierbei genannt werden sollte, ist auf jeden Fall Digital Awareness. Das heißt, die Fähigkeit, sich bewusst zu machen, welche Bedeutung diese Kompetenzen für den weiteren Prozess eigentlich haben. L&D Support hat hierfür den Profilizer entwickelt, welcher die Ausprägungen von Future Skills in Bezug auf spezifische Führungskompetenzen für Leadership und Management aufzeigt. Dann die dadurch individuelle Ergebniskommunikation unterstützt dann die Reflexion und Entwicklung von situativen Führungszielen und schafft eben dadurch eine umfassende Analyse von Ist-Zustand und dem Ziel ihrer Unternehmenstransformation.
Zum Abschluss möchte ich mich ganz herzlich bedanken, natürlich bei Ihnen, Herr Lehner, aber auch bei allen Beteiligten, vor allem im Hintergrund an unserer kleinen Miniserie. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir die ein oder andere Zuschauerin, den ein oder anderen Zuschauer zu unserem Globalthema Future Skills, Digital Readiness, digitale Transformation persönlich kennenlernen würden, um Projekte auch zu gestalten. Natürlich auch gerne zu anderen Themen, die uns begleiten und beschäftigen. Und für jetzt natürlich, Herr Lehner, würden wir uns auch sehr freuen, wenn wir dann bald persönlich im gemeinsamen Austausch unterwegs sein können und die ein oder andere Tour mit unserem Fiji-Unternehmen. Bis dahin, herzlichen Dank. Machen Sie es gut. Viele Grüße. Dankeschön. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei meinen Kollegen und bei Herrn Lehner. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Herr Lehner, auch von meiner Seite. Und wir freuen uns auf weitere spannende Projekte mit Ihnen.